Hilfe. Ich öffne dem das Tor hier. Das Tor hier. Aha. Ist das hier die Pokémon, der Maschinenraum der Pokéwaldfabrik oder was? Wie sind wir hier? Ach du Scheiße. Geh durch. Das gemacht und das bringt uns jetzt was genau. Jetzt mal raus. Wir haben noch was gemacht. Hier noch was? Nee, das hatten wir. Was tun wir hier? Also, wie war das noch? Einmal hier drücken, dann nochmal da und... Tada! So, und wo lernen jetzt die Meisterbälle? Was suchst du denn hier? Oh, scheiße. Schocket Handlanger schickt Tauburg an den Kampf. Müssen wir mal schaffen. Da müssen wir nochmal den ganzen Weg hierher laufen. Na toll. Den ganzen Weg. Und dann wollt ihr nicht. Für den Stoß. Sehr schön. Und wenigstens eins besiegt. Goldbatz. Nein, die mit ihrem Goldbatz immer. Wenigstens Beleber. Ruckzuckieb. Na komm. Ruckzuckieb. Das bringt nicht viel. So. Los, Schlock mit deinem halben KP. Immer so verkommen wir noch. Das ist sehr schön. Akku Knarre. Oh shit. Nicht mal das in einem Versuch. Was, den Kampf kriegen wir jetzt noch hin mit Belebern. Und bei der nächsten Möglichkeit müssen wir uns neue Beleber und Tränke kaufen. Ja, schön verwirrt. Aquaknarre, na komm, setz ein. Das hat sich Verwirrung selbst verletzt, das ist immer so. Arg. Na komm, setz ein. Da
Dankeschön. Schneepieker erhält ein paar Erfahrungspunkte. Wie viele Pokémon hat der denn noch? Ach Scheiße. Zum Beleber. Schluss. Das hat ihn sehr viel gebracht. Den Schneepieker noch ein paar Erfahrungen gekriegt. Okay, ja, das kann ja. Kann ja was werden. Schön auf. Okay, ein bisschen können wir noch. Okay, das kriegen wir hin. Sehr schön, Vati besiegt. Evil Vati. Schon getan, ein langer Schick Riesenior in den Kampf. Das kriegen wir wohl auch noch hin. Zukieb. Surfer, Aquaknarre. Ja, komm. Katzfurie. So, weg. Zwölicht. So kann man auch kämpfen, wenn man einfach mal taktisch schon mal die anderen Team-Pokémon als Schutzschild einsetzt. Und daneben. Das ist schön. Keine Wirkung, keine Wirkung, keine Wirkung. Sehr schön. Stunden später. Ich bin begeistert. Das könnte auch seine Attacken leer machen. Das wäre auch eine Idee gewesen, nur einfach mal ihn draufhauen lassen, bis er hinüber ist. Das war klar. Zwillicht ist ein guter Schutzschild. Der hält hier alles aus. Viel Beleber haben wir noch. Ich hoffe, danach komme ich noch im Bosskampf. Na komm, halt's durch. Komm halt durch. Wieso dreimal? So, na sehr schön. Das war ja ein Zierkampf. Schmetzbo. Wie viele Pokémon hat der noch? Wir können ja nur maximal 6 haben, oder? Oh, Kacke. Das zieht noch ein Viertel ab. Lustzwillicht. Das wird jetzt nicht mehr so ganz effektiv sein. Aber wir können nochmal 3 Belieber haben wir noch. Immerhin. Schlaf. Nein! Das ist ganz schlecht jetzt. Siff. Ja, ganz genau. Beleberverschwendung. Wir hätten die beide gehabt.
Das ist ja sehr gut zu wissen. Wir sind am Arsch. Du Mann, da kann es nicht mehr viel retten. Schlaf! Nein, wieso? Item. Item. Hyperheiler. Leck mich. Das wird doch daran jetzt nicht scheitern. So dicht am Ziel. Komm, du Mann da. Einmal hier noch. Einen Beleber haben wir noch. Das kann doch jetzt nicht. Na komm, Schluck. Ohne Heiltrink kämpfen. Für Profis. Als ob wir es geschafft haben. Wir haben es geschafft. War das nicht ein Kampf? Verdammt. Was für ein Kampf. Mackie findet Chockets HQ-Schlüssel. Alter Schwede. Also auf dem Bildschirm sind die Pläne. Aber irgendwie muss ich die jetzt doch ausdrucken oder sowas. Was war das denn? Vielleicht reicht es ja auch diesen. Vielleicht reicht ja auch dieser Meisterball. Mein Geld Meisterball. Den werden wir auf den Visio schmeißen. Shit, was hat dieser Chocolate-Typ gemacht? Schnell raus hier. Was passiert? Schnell raus hier. Wir haben die Pläne raus hier, beziehungsweise den Meisterball. Hier kommen wir her, oder? Na toll, nur. Wir führen uns hier doch mal rausgehen. Seht ihr, dass wir hier lang sind? Ich weiß ja nicht. Ach, wieder hier. Na toll. Ach so, ja, jetzt hier hoch. Da kamen wir her. Im Brandfall bitte nicht den Fahrstuhl benutzen. Hier. Ich weiß nicht. Stand hier nicht ein Trainer? Ja, hier. Raus hier. Ha, auf Fußshot hat ertappt. Nein, das waren wir doch nicht. Deine Liste wird immer länger, mal nachsehen. Ah ja, Hausfriedensbruch, Umweltverschmutzung. Und jetzt hast du auch noch die Bugbei-Fabrik zerstört. Das waren wir doch nicht. Hä, hey, wieso Umweltverschmutzung? Du hast die Fabrik sabotiert, sodass Giftstoffe austreten. Hey, das war ich nicht. Das war Team Chocolates, die wollten Meister wiederherstellen. Ein Schockett würde sowas nie tun, dafür sind sie viel zu nett. Also, erst gestern haben sie uns neue Uniformen gekauft. Ist das nicht irgendwie Bestechung? Willst du mir etwa vorwerfen,
würdest du mir etwa vorwerfen, da war zu schnappen. Nicht so schnell. Los, Schlott. Schlott, fliegen. Flieg nach Nurheim. Ach, ihr Ruhe seid aber wirklich zu nichts gut. Hey, sagst du nicht, dass das sei ein Zauberschlott, das fliegen kann? Nein, das würde ja bedeuten, ich hätte Unrecht. Doch, ich bin mir sicher, dass du es gesagt hast. Scheint mir, als wären die erstmal so einen kleinen Streit beschäftigt. Schnell weg hier. Puh, das war knapp. Und wir gehen den Weg wieder zurück. Geben ihm den Meisterball. Und hast du die Pläne? Nee, aber ich konnte einen Meisterball finden. Ein Meisterball? Ah, noch besser, einen solchen Ball konnte ich noch nie herstellen. Und nun? Ich habe den Meisterball ausgiebig studiert und ich denke, ich kann sie nun herstellen. Wenn du Lust hast, kannst du meinen Prototypen ja mal ausprobieren. Wenn du neue haben willst, kostet dich das aber 1 Million Puke-Dollar. What the fuck? Mal Geld, Meisterball. Willst du Bälle kaufen? Bist du wegen was anderem heilen? Dringend. Das ist ja gar nichts. Puckbälle, Superbälle, Hyperbälle. Ich brauche eher Tränke. Na dann. Ich geh mal zurück. Das Gebiet ist nach wie vor verseucht. Einmal durch die Höhle zurück. Den Weg kennen wir inzwischen. Können wir vielleicht und Nebel löst den Ball auf. Ah, okay. Gut, ganz an der Regen kann es ja nicht mehr sein. Das war ein super teures Skill dafür verschwendet. So schnell weg von dieser Insel. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Im Zerschneiderbusch können wir nach wie vor nicht vorbei. Zurück nach Stein geht unter. Aber was nun? Gehen ein bisschen ausruhen. Tja, nun. Wie geht's jetzt ab hier weiter? Dann mache ich jetzt mal eine Aufnahmepause und wir schauen beim nächsten Mal, wie wir weiterkommen. Einmal speichern. So, na dann. 2000 Jahre später. Willkommen zurück. Vielleicht sind wir noch mitten im Part, aber willkommen zurück. Und Feuergrün, wir haben es ewig nicht mehr. Ich habe es ewig nicht mehr aufgenommen. Das ist bestimmt auch auf YouTube ewig her, seit der letzte Part online kam. Dieser Part ist wahrscheinlich auch ein Schnipsel aus alten Aufnahmen und neuen Aufnahmen. Ja, wir waren stehen geblieben.
Ja, wir wollten hier mal los. Wir müssen einen Weg weiterfinden da. Ich kann mich noch düster daran erinnern, dass wir das letzte Mal versucht haben, den Weg zu finden und dann zurückgeschwommen sind und dann irgendwie doch kein Weg war. Ich glaube, man könnte diesen Baum vielleicht zerschneiden. Jetzt brauche ich den Zerschneider. Das ist natürlich. Stimmt, da waren wir hier schon mal. Da waren wir schon mal angelangt. Vor dem Schneider. Ich muss es nicht verwenden, weil der das Zerr fehlt. Was machen wir dann nun? Vielleicht irgendwie ein anderer Tag einsetzen. Hat sie jemand? Wenn sie jemand stärkt oder so, vielleicht können wir stärker einsetzen, denn. Warum bestärkt wir besiegen oder? Katzerhöhle. Okay, hier kann Stärke. Das bringt mich aber hier nicht wirklich weiter. Nicht voran. Das Zerr kriegen wir wohl so schnell auch nicht wieder her. Irgendwie nehmen wir was fahren können. Ein Stück in der Hütte vielleicht. Oh, ein Sonnenbonbon. Sehr schön. Wir kommen auch nicht weiter. War doch der eine Typ in der Hütte. Vielleicht können wir den irgendwie, vielleicht hat der einen Zerr für uns. Müsst ihr mal den kaufen oder bist wegen was anderem hier? Kaufen, heilen. Tja. Muss etwa die Komplettlösung raussuchen oder was? Vielleicht können wir hier irgendwo unten weiter. Das ist stark, weil da waren wir gerade schon. Kein Durchkommen. Aber wenn das teilweise so aussieht, dazu kann man da durch. Weil die Stellen zu dünn sind. Mit dem Spiel würde ich es zumuten. Wenn man so eine Stelle mal durchkommt, dann ist nicht so. Ja.
was machen wir nun? Da haben wir einen Zerschneiderbusch. Wir haben noch Schneider.